Gut, ich glaube, wir können anfangen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich darf Ihnen unser Referent, Yannis Wambas, vorstellen. Er wird heute einen Vortrag über künstliche Korrespondenz halten, wie man nichtmenschliche Schreiberlehrlinge entschärft. Ja, vielen Dank. Dann möchte auch ich euch ganz herzlich begrüßen zu einem Workshop zum Thema künstliche Korrespondenz. Es geht heute um maschinelles Schreiben und um die Frage, können wir als Leserinnen und Leser Texte, die von Menschen geschrieben wurden, unterscheiden von Texten, die von Maschinen geschrieben wurden. Kurz zu mir. Mein Name ist Yannis. Ich bin in der Ostschweiz geboren und aufgewachsen und im Moment schreibe ich meine Doktorarbeit an der Universität Zürich. Ich arbeite am Institut für Computerlinguistik. Und für die, die Computerlinguistik als Begriff noch nicht gehört haben, es ist eine Ingenieurswissenschaft, die sich mit der Verarbeitung natürlicher Sprache durch Computer beschäftigt. Und maschinelles Schreiben ist ein Aspekt davon. Ein anderer ganz wichtiger Aspekt ist das, was man als Verstehen bezeichnen könnte. Also inwieweit ist es möglich, dass Computersysteme Aspekte der Bedeutung sprachlicher Äußerungen erfassen können. Und wenn wir auf der einen Seite verstehen haben und dann schreiben oder generieren, auf der anderen Seite kann man das natürlich auch verbinden. Und das ist eine Frage, die an der Universität Zürich intensiv studiert wird. Ein Beispiel dafür ist Übersetzen. Also wir schauen zum Beispiel, wie gut können Computersysteme, sagen wir mal, von Französisch nach Deutsch übersetzen. Und gibt es Wege, dass man diese Systeme noch ein bisschen besser machen kann. Heute soll es jetzt aber nur ums Schreiben gehen, um das kreative Schreiben. Und ich nehme mal an, dass viele von uns sich für diesen Workshop interessieren, weil wir im letzten Jahr in der Zeitung mal etwas darüber gelesen haben, dass jetzt offenbar Systeme entwickelt worden sind, die viel besser und natürlicher schreiben können, als das bisher möglich gewesen ist. Und mittlerweile hat sogar das Feuilleton der NZZ angefangen, über diese Entwicklungen zu berichten. Heute wollen wir uns ein bisschen tiefer mit dieser Frage befassen. Da habe ich mal drei Leitfragen formuliert. Also erstens, warum sind maschinell geschriebene Texte überhaupt relevant? Warum ist es wichtig, wenn wir uns für Politik interessieren, für Informatik, für IT-Sicherheit oder für die Zukunft der Demokratie in einer digitalen Gesellschaft, warum müssen wir uns mit dieser Fragestellung auseinandersetzen? Dann die zweite Frage betrifft eher den technischen Hintergrund. Also warum ist es gerade heute im Jahr 2020 so, dass dieses maschinelle Schreiben so gut möglich geworden ist und all die Jahre vorher nicht? Bei der dritten Frage kommen wir dann zum Thema der digitalen Selbstverteidigung, also eben um die Frage, können wir nichtmenschliche Schreiberlinge entlarven. Jetzt, damit wir alle einen Begriff davon haben, worum es in diesem Workshop geht, habe ich eine Demo mitgebracht von einem System, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. Das heißt Grover und wurde vom Allen Institute of AI entwickelt. Und das Konzept dieses Modells ist, dass man eine Schlagzeile eingeben kann auf Englisch und es kommt dann ein Zeitungsartikel raus, der zu dieser Schlagzeile passen soll. Sie können das gerne mal ausprobieren. Das ist eine öffentliche Webseite, also auch ihr könnt das einmal ausprobieren, wenn ihr möchtet. Ich schreibe jetzt einfach mal eine Schlagzeile auf, zum Beispiel Swiss Minister exposed als Double Agent. Also ein Schweizer Bundesrat wurde enttarnt als Doppelagent. Und ich kann jetzt hier auf Artikel generieren klicken. Das dürfte ungefähr 30 Sekunden dauern. Aber wenn man die entsprechende Infrastruktur hat, kann es natürlich auch viel schneller gehen. Wie wurde Grover trainiert? Dieses Team, das
Grover entwickelt hat, hat Zeitungsartikel in englischer Sprache gesammelt und hat dann maschinelles Lernen benutzt, um ein Modell zu erstellen, das ihm Texte schreiben kann, die eine Kohärenz haben sollen zwischen der Schlagzeile und dem Text. Jetzt haben wir das Ergebnis. Also newyorktimes.com, Schweizer Bundesrat als Doppelagent enttarnt. Also der Bundesrat für Bildung, Kultur und Jugendangelegenheiten, Johann Schneider-Ammann, wurde enttarnt als ein russischer Doppelagent, sagt uns das deutsche Magazin Stern. Also dieser Text wurde zufällig generiert, also ich habe den auch noch nicht gesehen. Und wenn man jetzt nochmal einen generieren würde, dann kommt ein völlig anderer Artikel raus. Aber es steht jetzt hier, dass er offenbar bezahlt wurde dafür, dass er nach Moskau reist und also Verbindungen zwischen Menschen herstellt, sagen uns deutsche und schweizerische Nachrichtendienste. Also ich würde sagen, meine Beobachtung ist, dass die Sätze grammatisch korrekt sind. Es werden die Personen, Themen und Ereignisse aufgegriffen, die wir erwarten würden aufgrund der Schlagzeile. Dann wird der Stil von New York Times relativ gut kopiert. Also es sieht wirklich auf den ersten Blick aus wie ein Nachrichtenartikel. Also das betrifft die Wortwahl, die Formulierungen, auch den Aufbau des Artikels. Also vielleicht endet es ja mit einem Zitat. Also ein Zitat vom Pressesprecher von Schneider-Ammann. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt das genau lesen würde, kann es sehr gut sein, dass falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt werden, die man mit Allgemeinwissen halt erkennen kann, dass es logische Inkohärenz gibt und auch, dass vielleicht die Geschichte gar keinen roten Faden hat. Und wir können diese Beobachtung gerne nochmal überprüfen anhand einer anderen Schlagzeile. Also vielleicht möchte jemand von euch eine andere Schlagzeile auf Englisch vorschlagen oder auf Deutsch und dann können wir sie zusammen übersetzen. Also da kann man wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ja, bitte. First Coronavirus Infection in Switzerland. Ja, also dann müssen wir sagen, für alle, die vielleicht auch auf den Livestream zuschauen, dass hier nicht wahre Tatsachen beschrieben werden. Okay. Also dann stellt sich vielleicht noch die Frage, warum ist das alles jetzt nur auf Englisch verfügbar? Das liegt daran, dass es relativ teuer ist, so ein Modell zu erstellen. Also es hat ungefähr $25.000 gekostet, all diese Zeitungsartikel zu verarbeiten, das Modell zu trainieren. Aber für die deutsche Sprache, also existieren die Corpora, es gibt Sammlungen deutscher Zeitungsartikel, es gibt die Fachkompetenz, also sobald jemand ein paar tausend Franken investieren möchte, ist es möglich, das auch für die deutsche Sprache zu erstellen. Also, die ersten Fälle einer menschlichen Infektion vom Coronavirus sind aufgetaucht in der Schweiz, nachdem ein junger Mann in der Westschweiz schwer erkrankt ist, dann vor ein paar Wochen, so sagte uns das Bundesamt für Gesundheit am Dienstag. Die URL ist grover.lnai.org, also wenn ihr das mal zu Hause selber ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das einfach über das Internet tun. Jetzt weiß ich nicht, ob es euch auch so geht, aber ich nehme da eine unglaubliche Ambivalenz wahr bei dieser Technologie. Also auf der einen Seite, gerade als Computerlinguist, bin ich unglaublich fasziniert davon, dass das möglich geworden ist. Das haben Menschen jahrzehntelang daran geforscht, um halt Computerprogramme entwickeln zu können, die wirklich natürliche Sprache erzeugen können. Und es fasziniert mich auch, dass man Themen völlig neu kombinieren kann. Also man kann eine beliebige Schlagzeile schreiben über Themen, die vielleicht noch nie in der echten Welt etwas miteinander zu tun hatten.
also wie das Coronavirus in die Schweiz. Und dass Grover dann aufgrund dessen, was Journalisten in der Vergangenheit geschrieben haben, diese Formulierungen, diese Tatsachen völlig neu rekombinieren kann und dabei den Stil dieser Nachrichtenmedien imitieren kann. Also ich gestehe gerne, dass ich schon Tage damit verbracht habe, verschiedene Schlagzeilen auszuprobieren, kontrafaktische Szenarien durchzugehen. An einem Punkt habe ich gemerkt, dass ich auch Buchrezensionen generieren kann von Büchern, die gar nicht existieren. Und das alles mit diesem einen Modell. Und das finde ich einfach ziemlich cool. Und natürlich gibt es auch Anwendungen, die für die Gesellschaft nützlich wären. Also man denke nur an Autovervollständigung, das wir nutzen, wenn wir eine Suchmaschine benutzen oder auf dem Handy etwas schreiben. Gerade für Leute, die eine zweite Sprache lernen, kann es sehr nützlich sein, Unterstützung zu bekommen, einen grammatisch korrekten Satz zu formulieren oder auch gewisse Formulierungen zu finden. Dann gibt es ja immer noch die Vision, dass wir in Zukunft mit Computern kommunizieren können über eine natürlich sprachliche Schnittstelle. Dafür gibt es Chatbots oder auch Systeme, die uns aus ganz Wikipedia zum Beispiel eine Antwort heraussuchen können auf eine Frage. Und schließlich die Domänen der Unterhaltung und der Kunst. Also es wurden zum Beispiel schon Computerspiele entwickelt, die auf solchen Sprachmodellen basieren. Ich habe gesagt Ambivalenz, also auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Anwendungen, die schädlich sind für die Gesellschaft. Aber es ist sehr schwierig, an diesem Punkt schon eine abschließende Liste von Schadensszenarien zu erarbeiten. Darum habe ich hier jetzt zuerst mal abstrakt die Ausgangslage formuliert. Also was wir heute wissen, ist, dass es immer günstiger wird, künstliche Texte zu produzieren, und zwar eine beliebig große Zahl. Also die Zahl der Artikel, die wir jetzt in Grover für eine Schlagzeile schreiben könnten, ist theoretisch unbegrenzt. Und die Texte sind divers, also sie sehen nicht so aus, als seien sie von einer einzelnen Person geschrieben worden. Es ist jetzt auch möglich geworden, einen bestimmten Stil zu imitieren. Also man kann auf der Demo von Grover sagen, der Artikel soll aussehen wie in der New York Times oder soll aussehen, als sei er von BBC oder von irgendeiner anderen Zeitung. Oder man kann auch ein Thema vorgeben, so wie mit der Schlagzeile. Was wir auch beobachten, ist, dass die Qualität der Texte tendenziell zunimmt. Also es wird immer schwieriger zu durchschauen, dass es kein von Menschenhand geschriebener Text ist. Jetzt konkret habe ich hier mal versucht, in dieser Grafik aufzuzeichnen, welche schädlichen Anwendungen von dieser Technologie das es geben könnte. Jetzt auf der waagerechten haben wir Akteure, die links wenig verfügbare Ressourcen haben und danach rechts mehr. Also auf der linken Seite sind vielleicht Kriminelle, die sich weder besonders gut mit Machine Learning auskennen oder die nicht die finanziellen Ressourcen haben, um jetzt ein eigenes Modell zu trainieren. Das heißt, sie können jetzt einfach auf die Demo von Grover gehen und das selber mal ausprobieren. Und dann rechts vielleicht staatliche Akteure, die sich auf jeden Fall sehr gut mit Machine Learning auskennen und auch keine Probleme haben, $25.000 zu investieren. Und dann auf der senkrechten eine Ebene zwischen Individualkommunikation und unten den Massenmedien und die sozialen Medien vielleicht in der Mitte. Jetzt Spam und Phishing würde ich jetzt der Individualkommunikation zuordnen. Und es sind Tätigkeiten, die normalerweise von wenig qualifizierten Akteuren ausgeübt werden. Auf der anderen Seite gefälschte Rezensionen gehen in Richtung Massenkommunikation und ist vielleicht besonders eine Gefahr für E-Commerce. Und dann rechts habe ich Propaganda aufgeschrieben. Also ich denke, das ist ein Anwendungsbereich, der besonders für staatliche oder staatsnahe Akteure interessant ist. Aber ich stelle es mir auch relativ aufwendig vor. Also zum Beispiel Tweets oder Leserkommentare jetzt so zu fälschen, dass sie wirklich nicht auffallen, weil es sich hier ja auch um eine ganz spezifische Textsorte handelt. Jetzt meine Frage an euch ist, denkt ihr, diese Aufzählung ist vollständig oder habe ich bei meinem Brainstorming
etwas ganz Offensichtliches vergessen, also irgendein Risiko, mit dem uns diese Technologie konfrontiert. Ja, bitte. Weil man lernt ja Sprache auch nur durch die Anwendung. Und wenn einem die Maschine das immer mehr abnimmt, zersetzt das Sprache. Und wenn die Sprache auf diese Weise zersetzt wird, dann wird ja auch Kommunikation unterminiert, also zwischen den Menschen. Weil eine gute, saubere Kommunikation basiert ja auf Beherrschung der Sprache. Ja. Also dieser Kommentar, dass die Kommunikation und die Sprache zwischen Menschen eigentlich ausgelöscht wird, ist natürlich eine viel fundamentalere Kritik als diese Attacken hier, aber es ist sicher eine berechtigte Überlegung. Genau, wissenschaftliche Veröffentlichungen, stimmt. Ja? Ja, Plagiate. Verfügbare Ressourcen, ich würde sagen, eher wenig. Also wenn eine Studentin oder ein Student sich so gut mit Machine Learning auskennt, dass sie in der Lage ist, eine Hausarbeit zu fälschen, dann hat sie wahrscheinlich keine Probleme mehr, das Studium zu bestehen. Ja. Kommentare auf Social Media. Ja, also ich würde das ein bisschen in das Feld Propaganda einordnen. Also wenn man zum Beispiel versucht, also ich stelle mir vor, eine Strategie könnte sein, es so aussehen zu lassen, als würde eine Mehrheit existieren für eine politische Position oder für einen politischen Kandidaten, aber in Wirklichkeit gibt es diese Mehrheit nicht. Das würde vielleicht in diese Richtung gehen. Ja. Wirklich sinnvoll in meinen negativsten Absichten würde das ja erst, wenn ich die Fakten drin vorgeben kann, so den gesamten Satz an falschen Tatsachen. Sind wir da schon? Also ich weiß, dass es Textroboter gibt, die Sportberichte schreiben anhand von festen Tabellen an Sportresultaten und Fußballberichten, aber wirklich schädlich wird das ja erst, wenn ich massenhaft Texte mit einem ganz klaren, einer ganz klaren Aussage produzieren kann. Also der Kommentar ist, dass solange Maschinen nicht in der Lage sind, über konkrete Fakten zu schreiben, hat das nicht so viele Auswirkungen. Und die Frage ist, ist es möglich, über konkrete Fakten zu schreiben? Also wir werden nachher noch eine andere Demo anschauen, wo es möglich ist, sehr genau das Thema zu beeinflussen, wobei es da nicht mehr um Nachrichtenartikel geht. Aber ich würde sagen, konkrete Fakten kann man heute noch nicht einstellen. Ich denke aber trotzdem, dass es ein Risiko gibt für Propaganda zum Beispiel. Denn eine andere Strategie könnte ja sein, einfach die legitimen und echten Beiträge untergehen zu lassen in einer Flut von gefälschten Beiträgen. Dafür muss man nicht unbedingt konkret vorgeben, über was geschrieben wird. Schnell, nur schnell. Das Mikrofon einschalten, wir sind im Livestream. Dann sage ich mal, hallo Livestream, seid ihr alle da? Klatscht mal in die Hände. Nein, ich habe noch einen Vorschlag, wir sind jetzt gerade am Suchen von Beispielen noch für Individualkommunikation, die schädlich sein könnte. Wie wäre es mit Liebesbriefen? Da brauchen Sie keine Fakten und wenn jemand genug verzweifelt ist auf der einschlägigen Partnerbörse, wird er Ihnen eine ganze Menge glauben und wahrscheinlich auch recht schnell recht viel Geld schicken. Passiert ja jetzt offenbar schon. Ist aber noch relativ aufwendig, geht so viel einfacher. Ich glaube, ich habe gerade ein neues Businessmodell entdeckt. Wenn man hört, dass bereits Sportberichte so geschrieben werden können, glaube ich schon, dass es auch eine Gefahr dafür gibt, dass immer mehr Artikel auch mit einer solchen Technologie geschrieben werden. Und wenn das billiger ist als richtiger Journalismus, dann sehe ich eine Gefahr gegenüber diesen
Reportagen und Berichten, die dann fehlen, die eben mehr Arbeit erfordern, als dass man bei einer Faktentabelle nachliest, was dann im großen Artikel sein muss. Also ein ökonomisches Argument oder vielleicht, dass der Journalismus als Branche gefährdet ist durch diese Technologie? Ich sehe hier auch einen anderen mächtigen Aspekt bei diesem Tool. Das Tool zeigt schon die existierenden Biases, die wir in die Articles haben. Zumindest bei diesen zwei Beispielen, da sieht man klar, ja, das stimmt, bei Mehrheit von den Artikeln würde man das genauso formulieren und das reflektiert sehr gut die aktuelle Stadt. Okay, also sogar bei den nützlichen Anwendungen gibt es die Gefahr, dass Biases kodiert werden in diesen Artikeln. Ja, also dann haben wir jetzt schon einige Sachen gesammelt, bis hin zu Liebesbriefen. Also wir können zusammenfassen, dass bei der Individualkommunikation die Gefahr darin besteht, dass vielleicht personalisierte Spam-E-Mails oder personalisierte Liebesbriefe geschrieben werden können, die genau auf die Opfer der Attacke abgestimmt sind. Und bei der Propaganda ist im Moment überhaupt noch nicht zielgerichtet, aber es könnte eine Flut erzeugen, die den tatsächlichen Diskurs untergehen lässt. Ich würde jetzt gerne noch weitergehen und würde ein bisschen was dazu sagen über die technischen Grundlagen, weil ich eben denke, wenn wir uns unserem Ziel nähern möchten, diese Artikel mit bloßem Auge zu erkennen, dann ist es sehr hilfreich, wenn wir uns auch ein bisschen in die Perspektive der Maschinen hineinversetzen. Und ich habe mir dafür ein Experiment ausgedacht, wo wir einen Satz zusammen vervollständigen. Also wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr auf dieses Tool gehen. Von der Uni Zürich ist es datenschutzkonform. Und da könnt ihr dann ein Wort schreiben, ein einzelnes Wort, mit dem ihr diesen Satz fertig schreiben würdet. Also ich zeige noch mal die URL. Wir haben Rose, Zirkus, Blume, Unterhose, Klimakatastrophe, Schönheit. Ja, also ich denke, Rose und Blume sind die Wörter, die am meisten geschrieben wurden, also von mehreren Personen. Also was möchte ich mit diesem Beispiel sagen? Ich denke, in diesem Fall fällt es uns sehr leicht, das nächste Wort vorauszusagen, weil es halt eine sich wiederholende Phrase ist. Also wir haben hier einen Satz, der tatsächlich mathematisch perfekt modelliert werden kann. Und sowohl Menschen als auch Maschinen können dann herausfinden, dass Rose das nächste Wort ist. Also ich würde gerne noch einen zweiten Satz ausprobieren. Also jetzt lautet der Satz, mit einem Lächeln überreichte er ihr eine Rose und eine. Welches einzelne Wort würde hier als nächstes kommen? Ich finde, das ist eine sehr spannende Art zu schreiben, die ich auch noch gar nie ausprobiert habe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir ein ganzes Buch zusammen so schreiben könnten, wenn wir die Zeit hätten. Jetzt aber nur drei Sätze. Okay, also wir haben groß Pralinenschachtel, Karte, Helene Fischer CD, Steuererklärung. Genau. Was ich spannend finde, ist, dass niemand
bis jetzt geschrieben hat, Rose. Also niemand von euch denkt, dass der Satz lautet, mit einem Lächeln überreichte er ihr eine Rose und eine Rose. Also das kann man in der Linguistik natürlich erklären, das hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir effizient kommunizieren. Es würde gegen die Rationalitätsprinzipien des Kommunizierens verstoßen, wenn wir einfach sagen würden, eine Rose und eine Rose statt zwei Rosen. Für mich heißt das, dass die natürliche Sprache halt ein Element des Unerwartbaren hat. Man sagt auch Entropie. Man kann davon ausgehen, dass Sätze, die von Menschen geschrieben wurden, immer neue Informationen präsentieren. Und sie sind nicht vollständig voraussagbar. Das erklärt auch, warum ihr nicht alle das gleiche Wort geschrieben habt, sondern halt verschiedene plausible Wörter. Ich möchte noch einen dritten Satz ausprobieren. Es ist eigentlich der gleiche Satz, nur dass jetzt vorher noch ein anderer Satz kommt, mehr Kontext. Dass der Florist wusste, dass die Kundin auf exakte Buchführung Wert legte. Mit einem Lächeln überreichte er ihr eine Rose und eine. Ja. Quittung oder Rechnung, wie die Deutschen sagen. Also was ich mit diesem dritten Beispiel sagen möchte, ist, dass Kontext wichtig ist und das gilt für Menschen, aber es gilt auch für Maschinen. Okay. Also warum haben wir dieses Experiment auch gemacht? Weil man den Prozess des Schreibens in der Informatik zerlegen kann in diese einzelnen Entscheidungsschritte. Also das nächste Wort voraussagen, Next Word Prediction. Das ist ein Problem, das man relativ klar definieren kann. Es gibt in der deutschen Sprache vielleicht ein paar hunderttausend Wörter. Also geht es darum, aus diesen hunderttausend Wörtern ein Wort auszuwählen, das an dieser Stelle, gegeben den Kontext, am wahrscheinlichsten ist. Und man kann dieses Entscheidungsproblem iterativ anwenden. Also man sagt ein Wort voraus und das Wort wird dann wieder zum Kontext. Und gegeben den größeren Kontext wird das nächste Wort vorausgesagt. Also es ist sehr simpel, aber ich finde es spannend, weil für Menschen der Prozess des Schreibens so komplex und chaotisch ist. Er verläuft auf so vielen verschiedenen Ebenen. Aus der Sicht eines Schreibsystems wie Grover geht es immer darum, gegeben den bereits geschriebenen Kontext ein nächstes Wort vorauszusagen. Und diese Idee ist ja jetzt nicht erst im letzten Jahr erfunden worden. Also bereits im Jahr 1913 hat der russische Mathematiker Markov die Idee gehabt, dass er mal die Buchstaben zählen könnte im Roman Eugen und Jegin von Pushkin. Und das hat er gemacht. Also er hat ungefähr, ich glaube es waren 200.000 Buchstaben gezählt. Warum hat er das gemacht? Er hatte die Vermutung, dass die Buchstaben in der russischen Sprache nicht einfach zufällig aufeinander folgen, sondern dass sie sich modellieren lassen. Er dachte, man kann aufgrund des Buchstabens, der vorgekommen ist, den Buchstaben, der nachher kommt, voraussagen oder approximieren. Leider hatte er nicht die Idee, soviel ich weiß, dass man damit auch einen neuen Text schreiben, generieren kann. Das war dann die Idee von Claude Shannon im Jahr 1948. Also er hat die Idee von Markov aufgegriffen, nur dass es jetzt darum geht, diese Häufigkeitstabellen der Buchstaben zu verwenden, um neue Sätze zu generieren. Und dieser Abschnitt basiert auf der englischen Übersetzung von Eugen und Jegin. Und wir haben hier einen sehr kurzen Kontext. Also das ist ein bisschen wie beim zweiten Satz vom Experiment vorher, wo ihr nicht wusstet, dass es um einen Floristen geht und um eine Kundin. Und mit diesem sehr kurzen Kontext kommt dann nur Kauderwelsch heraus. Und je länger der Kontext wird, jetzt haben wir schon drei Buchstaben, kommt dann etwas heraus, das ein bisschen wie Englisch aussieht. Bei fünf Buchstaben erkennt man so etwas wie Syntax vielleicht. Und bei sieben Buchstaben vielleicht fast ein bisschen Semantik. Also auf den ersten Blick sieht das aus wie eine Passage aus der englischen Übersetzung von Eugen und Jegin. Und erst beim genaueren Lesen sieht man, dass hier etwas nicht stimmen kann.
Ich würde sagen, der größte Unterschied zu dieser Technologie von 1948 im Vergleich zu heute ist, dass neuronale Netzwerke verwendet werden. Es ist natürlich nicht das Einzige, also die Computerlinguisten haben auch einige Kniffs und Tricks herausgefunden, um Sachen noch effizienter zu machen. Aber ich würde sagen, der wesentliche Unterschied von neuronalen Netzwerken im Vergleich zu den Wahrscheinlichkeitstabellen ist, dass wir hier Wörter zuerst auf Zahlen abbilden. Also das heißt, diese Netzwerke haben nicht mehr einen binären Begriff von Wörtern, sondern Wörter sind sehr fluide. Wörter können vieles bedeuten, vieles gleichzeitig. Man kann mit Wörtern rechnen und das führt dann dazu, dass man nicht mehr einen sehr beschränkten Kontext hat, sondern dass man einen sehr, sehr langen Kontext anwenden kann. Also wir arbeiten heute mit Kontexten von mehreren tausend Wörtern zum Beispiel und das erlaubt uns damit einer sehr großen Gewissheit vorauszusagen, welches Wort nachher kommt. Neuronale Netzwerke erlauben es auch, sehr effizient große Mengen an Daten zu verarbeiten. Also nicht mehr nur das erste Kapitel von Eugen Onegin, sondern vielleicht alle Bücher, die im Internet verfügbar sind, alle Zeitungen, alle Social Media Posts. Und dementsprechend, je nachdem wie effizienter neuronale Netzwerke geworden sind, konnten auch die entsprechenden Modelle größer werden. Also wir sehen, dass seit April 2018 die Zahl der Parameter, also die Fähigkeit der Netzwerke, Informationen zu speichern, stark zugenommen hat. Und letzten Sommer gab es dann bereits ein Modell mit 8.000 Millionen Parametern, also 8 Milliarden. Also zum Vergleich, das menschliche Gehirn hat, glaube ich, ungefähr 100.000 Millionen bzw. 100 Milliarden Neuronen. Und letzte Woche wurde dann diese Grafik nochmal ergänzt von Microsoft. Also sie haben dann ein Modell entwickelt mit 17 Milliarden Parametern und damit alles bisherige nochmal in den Schatten gestellt. Der wesentliche Unterschied zu dem jeweils vorigen ist, dass halt mehr Text verarbeitet wurde, dass das Gedächtnis dieser Netzwerke noch größer ist und darum die Gewissheit beim Voraussagen des nächsten Worts zunimmt. Okay. Ich möchte jetzt noch auf einen Aspekt eingehen, der vorher thematisiert wurde. Also kann man über konkrete Fakten schreiben? Die Antwort, würde ich sagen, ist nein, aber man kann ein bisschen auf eine vagere Art und Weise kontrollieren, was geschrieben wird. Und das ist eine Technik, die von Uber AI kürzlich veröffentlicht wurde. Die ergänzt quasi das Sprachmodell, in diesem Fall GPT-2, um ein kleineres Modell. Und das kann halt anschauen, was das Modell schreiben würde und dann noch rechtzeitig eingreifen und kann quasi erkennen, ob das jetzt dieser thematischen Vorgabe entspricht oder nicht. Und wir können das auch mal zusammen ausprobieren, denn ich habe das in eine Demo gepackt. Also GPT-2 ist vergleichbar mit Grover, nur dass es hier nicht um Nachrichtenartikel geht, sondern um beliebige Texte. Und man kann einfach einen Satzanfang angeben. Also ich habe jetzt mir hier mal geschrieben, "This morning I stepped out of my house and..." Und ohne eine Angabe des Themas kommt dann "I stepped out of my house and found myself in an alleyway in an unknown city." Jetzt hier kann man das Thema spezifizieren durch eine Reihe von Stichwörtern. Und was ich jetzt hier mal hineinkopiert habe, ist einfach eine Reihe von Stichwörtern, die irgendwas mit Monstern, mit Horror oder Mystery zu tun haben. Dann kann ich hier einstellen, dass das Thema einen gewissen Einfluss haben soll. Und wenn ich jetzt nochmal generiere, vielleicht noch ein paar mehr Wörter.
Ja. Genau. Also wie ihr sehen könnt, hat GPT-2 sehr genau darauf geachtet, das Thema abzudecken. Vielleicht ein bisschen zu genau. Darum werde ich jetzt noch den Einfluss des Themas halbieren und hoffe, dass dann eine Balance gefunden werden kann zwischen einem natürlichen Satz und einem, der über das Thema ist. Also ich hoffe, ich konnte mit dieser Demonstration ein bisschen aufzeigen, dass die Forschung in eine Richtung geht, wo man auch das Thema regulieren kann. Aber man muss sehr an diesen Parametern schrauben. Und für mich sieht es wirklich so aus, dass es im Moment noch nicht möglich ist, wirklich mit konsistentem Erfolg einen Text zu schreiben, der den Vorgaben entspricht. Aber wir können gerne noch mit einem Input von jemand von euch das nochmal ausprobieren. Also vielleicht möchte jemand ein Thema vorschlagen, vielleicht einfach ein paar Stichwörter rufen und dann können wir ausprobieren, ob ein Text zu diesem Thema geschrieben wird. Ich probiere es noch einmal, vielleicht mit ein bisschen mehr Einfluss des Themas. Karl. Karl. Ja. Okay. Also es gibt auch noch ein deutsches Modell, das muss ich wirklich sagen, das ist noch schlechter. Also wenn ihr jetzt schon enttäuscht seid, dann werdet ihr jetzt nicht mehr begeistert sein. Der Grund, warum das nicht so gut ist wie das Englische, ist, dass das von einem deutschen Programmierer trainiert worden, von Gunther Bartsch aus Stuttgart. Und das Korpus, das für das Training verwendet wurde, ist halt viel, viel kleiner. Also es ist nur heise.de und Twitter, glaube ich, und Wikipedia, wenn ich richtig informiert bin. Genau, also möchte jemand einen Satzanfang rufen, den wir ausprobieren können? Immer wenn ich in die Stadt gehe. Fertig. Okay. Immer wenn ich in die Stadt gehe, werde ich in eine Fußgängerzone gezerrt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Demo einen Einblick darin geben, was quasi der aktuelle Stand der Forschung ist in Bezug auf thematische Kontrolle und auch was die deutsche Sprache anbelangt. Jetzt möchte ich aber noch gerne auf die Hauptfrage des Workshops zu sprechen kommen, nämlich wie können wir mit bloßem Auge maschinell geschriebene Texte erkennen. Genau. Da gibt es zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2019. Die haben Studierenden 10 Beispiele gezeigt für maschinell geschriebene Artikel, also so wie ich jetzt euch ein paar Beispiele gezeigt habe, und haben dann einen Test gemacht. Zum einen hatten sie eine Sammlung von zufälligen Texten aus dem Internet und für jeden dieser Texte hatten sie das erste Wort genommen und das dann als Input verwendet, um mit GPT-2, also dem Programm, das ich gleich gezeigt habe, andere Texte zu generieren.
Und die Studenten sahen dann zunächst nur den Anfang der Texte, die ersten 16 Wörter, und mussten bereits zu diesem Zeitpunkt sagen, ja, denke ich, dass die Texte wahrscheinlich von Menschen geschrieben wurden oder wahrscheinlich von einer Maschine. Und später sahen sie dann mehr Kontext, einen längeren Teil des Artikels und konnten dann nochmal sagen, was sie darüber denken. In dieser Grafik sehen wir jetzt das Ergebnis dieses Experiments. Also wir sehen zum einen, dass je länger der Text wurde, den die Studierenden gesehen haben, desto größer war die Genauigkeit, mit der sie den Ursprung der Texte erkennen konnten. Ich muss aber auch sagen, dass die Genauigkeit, auch wenn sie den vollständigen Text gesehen haben, nur bei etwas über 70% lag. Mit anderen Worten, also in einem der Drittel der Fälle ist es den Maschinen gelungen, die Studierenden zu täuschen. Dann gab es noch eine zweite Studie, wo es darum geht, wenn wir jetzt ein kleines Modell haben, also eines mit nur wenigen Parametern, wie zum Beispiel das deutsche Modell, ist es dann einfacher, den Ursprung der Texte zu erkennen. Und wenn wir jetzt immer größere Modelle haben, wird es schwieriger. Und dazu hat ein anderes Team von Forschern einen New York Times Artikel genommen, der über eine diplomatische Affäre berichtet. Sie haben den ersten Satz gelassen und den Rest des Artikels haben sie mit GPT-2 ergänzt. Und sie haben dann Crowdworker gefragt, denkt ihr, dass diese Artikel, die von Maschinen geschrieben wurden, bis auf den ersten Satz, denkt ihr, dass diese glaubwürdig aussehen, dass sie inhaltlich korrekt sind und denkt ihr, dass sie verständlich und klar geschrieben sind. Und jetzt sehen wir hier, also zum einen die gestrichelte Linie, das ist die Glaubwürdigkeitskurve bei einem eher kleinen Modell. Und die durchgezogenen Linien sind die zwei eher größeren Modelle. Und ja, also man sieht schon einen Unterschied. Es sieht so aus, als wird es bei etwas größeren Modellen schwieriger, den Ursprung der Texte zu erkennen. Also in diesem Fall haben die Leute durchschnittlich gesagt, die Glaubwürdigkeit dieser Artikel, die nicht echt sind, liegt bei 70%. Sie haben dann auch noch gefragt, was sind die Kommentare? Also sie haben die Probanden gefragt, was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr diese Artikel gelesen habt? Und die Kommentare, die die Probanden dann geschrieben haben, sind ziemlich ähnlich zwischen dem kleinen Modell und den größeren Modellen. Sie haben gesagt, ja, der Artikel wirkt gut recherchiert, er sieht objektiv aus, er enthält Zitate und ist realistisch geschrieben. Also ich habe das Gefühl, wenn Sie einen Artikel glaubwürdig fanden, dann haben Sie sich oft auf den Stil und auf den Aufbau des Artikels abgestützt. Dann haben einige geschrieben, ja, das sieht doch nicht glaubwürdig aus, da ist die Rede von zwei großen und langen Atomkriegen zwischen den USA und Nordkorea, hat nicht stattgefunden. Oder der Artikel behauptet, die USA seien nicht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Also die Leute, die die Echtheit des Artikels angezweifelt haben, haben sich oft auf die Fakten abgestützt. Das Problem ist, das erfordert Allgemeinwissen. Darum würde ich jetzt sagen, also Inkorrektheit und Inkohärenz kann nur ein Aspekt sein unseres Ansatzes, sondern wir müssen auch auf andere sprachliche Indikatoren achten. Also hier habe ich jetzt ein paar Stichworte zusammengetragen, nämlich Repetition, Degeneration, Mimetizität statt Ikonizität, werde ich gleich erklären, und Banalität. Also zunächst zum Stichwort Inkorrektheit habe ich jetzt einen Artikel von Grover ausgewählt, wo ich die Schlagzeile angegeben habe, die Schweizer Wahlen wurden gefälscht, so sagen die Vereinten Nationen. Wenn wir den Artikel genau anschauen, sehen wir ein paar Beispiele für inkorrekte Aussagen und inkohärente Zusammenhänge. Also zum Beispiel ist Micheline Calmeret keine aktive Politikerin mehr. Das heißt, mit diesem Allgemeinwissen könnte man erkennen, dass hier etwas nicht stimmen kann. Genauso ist die Schweiz nicht einzig und allein eine französischsprachige Nation. Und auch die dritte Aussage, dass die CVP diese Wahlen abgehalten habe, ergibt nicht wirklich Sinn. Genau, also das ist jetzt das inhaltliche Kriterium. Zum Stichwort Repetition haben wir schon mehrere Beispiele gesehen.
Genau. Wir haben auch das Beispiel gesehen mit der Rose. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Ich finde das spannend, weil es eigentlich zeigt, dass wenn schon viele Wiederholungen vorgekommen sind, dass dann eine weitere Wiederholung sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und das ist genau der Grund, warum diese Modelle quasi abstürzen und dann in eine Repetition verfallen. Es gibt aber auch subtilere Beispiele. Also hier habe ich mit dem Tool, das ich euch vorgezeigt habe, den Satzanfang geschrieben, in Zürich gibt es. Und dann ist zurückgekommen, in Zürich gibt es eine Filiale der Schweizer Post. Sie ist die älteste und älteste Poststelle der Schweiz. Es ist ein ganz subtiler Fehler, aber kein Mensch der Welt würde so einen Satz schreiben. Sprachmodelle schreiben so einen Text die ganze Zeit. Genau. Degeneration wäre dann wie eine Form von Repetition, aber halt auf der inhaltlichen Ebene. Also das hat damit zu tun, dass der Kontext für die Voraussage ist ja am Anfang, der Satzanfang, der von einem Menschen vorgegeben wurde, später dann aber immer mehr das, was die Maschine selber geschrieben hat. Also das, was oft auch als eine Echokammer bezeichnet wird in gewissen Debatten, zeigt sich auch hier, dass eben ein roter Faden fehlt und die Maschine quasi den Anschluss an den Anfang verliert. Okay. Mimetizität statt Ikonizität, das sind Fremdwörter, die ich jetzt gerade erfunden habe, um auf dieses Phänomen hinzuweisen. Ikonizität ist eine Semiotik, wird verwendet für die Eigenschaft, dass Sprache die Welt auf eine Art und Weise abbildet. Das heißt, menschliche sprachliche Äußerungen beziehen sich auf das, was in der Welt passiert. Mimetizität ist das, was ich verwende, um die Imitation der Sprache zu beschreiben. Also GPT-2 nimmt nicht Bezug auf die Welt, sondern imitiert das, was es vorher gelesen hat. Also es ist nicht die Nachahmung der Wirklichkeit, sondern die Nachahmung der Sprache. Und das äußert sich zum Beispiel hier. Also das ist ein Artikel, der ähnlich aussehen soll wie ein New Yorker Magazinartikel und imitiert diesen Stil von Artikeln auch perfekt, bis auf gewisse Dinge, die nichts mit der wirklichen Welt mehr zu tun haben. Also es gibt in der Welt keine Kühe, die winzig sind und den gleichen Namen haben wie Hunde. Es gibt auch keine Pfützen von Bratensoße. Und das ist eben genau der Punkt, wo die Imitation eines bestimmten Schreibstils nichts mehr zu tun hat mit der wirklichen Welt. Der letzte Punkt, Banalität. Ich habe jetzt wirklich mehrere Stunden oder sogar Tage Texte generieren lassen, zum Beispiel von GPT-2, aber es hat mich immer mehr gelangweilt. Und sogar wenn ich etwas eingebe wie es ist sehr interessant, das kommt dann ein sehr, sehr langweiliger Text zurück. Ich habe auch bei anderen Leuten beobachtet, dass die Idee, dass Maschinen Texte schreiben können, am Anfang unglaublich faszinierend ist. Aber wenn man diese Programme ein bisschen ausprobiert, ist man auch sehr schnell ermattet. Also mit Banalität meine ich, dass diese Sprachmodelle keine Geschichten erzählen können und keine Neuigkeiten berichten können. Also im Schluss imitieren und rekombinieren sie das, was sie bereits gesehen haben. Okay. Ganz zum Schluss möchte ich noch auf einen anderen Trend der Forschung zu sprechen kommen, dass nämlich maschinelle Modelle trainiert wurden, um diese Texte zu erkennen. Also diese Kurve zeigt, dass es mittlerweile Klassifikatoren gibt, die mit einer Genauigkeit von bis zu 95% erkennen können, ob ein Text von einem Menschen geschrieben wurde oder nicht. Und es wurden auch schon Programme entwickelt, die Menschen dabei unterstützen sollen, das zu erkennen. Also im oberen Beispiel haben wir einen menschengeschriebenen Text aus Wikipedia über das British Bake Off. Und der ist sehr farbig hinterlegt. Das heißt, es kommen hier Wörter vor, die auch unerwartet sind, die unwahrscheinlich sind, wie zum Beispiel die Formulierung, bereichte ihr eine Rose und eine Quittung, unerwartet ist.
Bei einem maschinengeschriebenen Text ist alles erwartet. Jedes Wort gehört zu den Wörtern, die am wahrscheinlichsten sind an dieser Stelle. Und darum sehen wir hier viel mehr grün. Im Moment ist das noch ein Proof of Concept, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Art von Software auch verwendet werden kann, um Leserinnen und Leser dabei zu unterstützen, nichtmenschliche Schreiberlinge zu entlarven. Schwierig könnte es dann sein, wenn es zu einer Konvergenz zwischen maschinellem Schreiben und menschlichem Schreiben kommt. Also denken wir zum Beispiel an Texte, die ursprünglich von einem Menschen geschrieben worden sind, die dann aber von einer Maschine so abgeändert werden, dass sie bestimmten Zwecken dienen können. In diesem Fall ist es dann nicht mehr möglich, diese Techniken anzuwenden. Der andere Fall kann ich mir auch vorstellen. Also es gibt Menschen, die heute schon diese Systeme verwenden, um ihre eigenen Texte effizienter schreiben zu können. Auch in diesem Fall gibt es eine Konvergenz, eine Vermischung, die es sehr schwierig macht, dann nichtmenschliche Schreiberlinge zu entlarven. Okay, also wir haben jetzt noch ein paar Minuten für die Diskussion zur Verfügung. Und also es gibt sicher noch einige Fragen, die wir zu diesem Thema zu diskutieren haben. Vielen Dank, Janis. Interessanter Vortrag. Ich würde sagen, wir eröffnen die Fragerunde. Okay. Und keine Angst, lieber Livestream, es geht nicht um Liebesbriefe. Vielen Dank, es war sehr spannend. Und worauf ich jetzt gerne nochmal zurückkäme, wären die beiden eigentlich die letzten Folien. Zum einen die Aussage, hey, es war jetzt langweilig mit der Zeit, diese Dinge zu sehen. Und dann eben diese menschliche versus die maschinelle Textproduktion, wo man auch eben diese Farbigkeit sieht. Ich habe das Gefühl, das hat viel mit Kreativität zu tun, habe aber keine Ahnung, wie Kreativität im Hirn funktioniert. Ich nehme an, dazu kann man mehr sagen, wenn man darüber forscht. Also ich kann leider nichts über das menschliche Gehirn sagen, also da können vielleicht Psycholinguisten viel kompetenter Antworten geben. Aber quasi die Forschung zur Textproduktion, wie ein Text entsteht, da gibt es vielleicht noch etwas dazu zu sagen. Eben, dass der farbiger oder weniger farbig wird, das hat man ja sicher auch erforscht, wenn man solche Generatoren schreibt. Also ich muss gestehen, dass die Forschung zum menschlichen Gehirn, also was geht zum Beispiel in einem Gehirn vor, wenn jemand etwas schreibt, was geht vor bei Laien und bei Profis, bei Journalisten, also diese Forschung gibt es, aber es gibt sehr wenig Querbeziehungen jetzt zur Informatik und Computerlinguistik, wo ich mich auskenne. Vielleicht sollen wir glücklich darüber sein. Ich habe eine Frage zur Deklarationspflicht, wenn es so eine geben sollte. Ich meine, es wird immer wieder gefordert in der ganzen, bei Twitter zum Beispiel, dass Bot deklariert werden müssen, relativ unrealistisch, dass das jemals umgesetzt wird. Also ich glaube, das wurde im Bundestag in Deutschland auch diskutiert. Und es gibt ja auch bei Google zum Beispiel, gibt es ja den virtuellen Assistenten, der jetzt auch mittlerweile auch schon Telefonanrufe für jemanden erledigt, dann in einem Restaurant anruft und der dann sehr, sehr menschlich authentisch geklingt hat. Also das, hier geht es jetzt um Audio, um etwas anderes, aber dann sind da die Journalisten bei der Präsentation sehr aufgeschreckt. Da hat Google gedacht, okay, wenn der so menschlich klingt, dann muss er vielleicht sich zuerst ausweisen. Also er muss sagen, hallo, ich bin eine Maschine und ich bestelle jetzt im Namen von Janis. So. Wie siehst du das jetzt beim Einsatz von diesen NLP-Programmen, wenn die immer, immer besser werden, immer mehr auch eingesetzt werden und jetzt gerade auch im Journalismus, also ich bin auch Journalistin, ich finde das dann auch sehr spannend, wenn das denn immer mehr eingesetzt wird, beispielsweise bei Agenturmeldungen, die jetzt, die man wahrscheinlich mit solchen Programmen schreiben könnte, müsste man das dann wie deklarieren oder kann man das überhaupt politisch so etwas einfordern? Ist das Quatsch? Also ich habe jetzt bisher vor allem Proofs of Concept gesehen. Also es gibt auch viele Artikel in den Medien, die sagen wir mal, einen Abschnitt integrieren, der von einer Maschine geschrieben wurde. Aber ich habe jetzt noch kein Beispiel gesehen, wo das nicht deklariert worden wäre. Ich denke, wir sind noch ein bisschen davon entfernt, dass das wirklich im alltäglichen Leben auftaucht. Ich habe mir hier jetzt Beispiele angeschaut, wo es fast Attacken geben könnte auf die
die vielleicht mit Attacken in der IT-Sicherheit verwandt sind. Und in diesem Fall gibt es natürlich keine Deklaration, weil ja Menschen getäuscht werden sollen. Sehr gerne würde ich wissen, woher eigentlich das Geld für diese Forschung kommt. Vor allem, also man sieht ja da, wie viele verschiedene Anläufe es schon gibt und wie viel Geld da dahinter steckt. Was erhoffen sich die Menschen, die dieses Geld geben, denn von dieser Technologie? Also wie wollen die selber Gewinn machen? Ja, also ich habe euch zwei Modelle gezeigt. Also das erste war Grover und das zweite GPT-2. Grover wird von einer privaten Stiftung finanziert. Das war einer der Mitgründer von Microsoft, Paul Allen, der das Geld dafür gespendet hat. Die zweite Stiftung wurde von Elon Musk finanziert, unter anderem von Microsoft, das ist OpenAI. Und ich glaube, beide dieser Vereinigungen haben das Ziel, die Menschen aufmerksam zu machen, was die Chancen, aber auch die Risiken dieser Technologie sind. Und dass halt eine Debatte entstehen kann, wie wir uns vor bestimmten Attacken zum Beispiel schützen können. Also ich glaube nicht, dass da rein kommerzielle Interessen im Spiel sind, aber natürlich gibt es auch sehr viel kommerzielles Potenzial für die Technologie. Wo genau liegt das kommerzielle Potenzial? Wo genau liegt das kommerzielle Potenzial? Genau, also ich kann gerne noch einmal die Aufstellung zeigen, die ich gemacht habe. Also das sind ja alles Techniken, die auch in Software gegossen werden können oder wo Anwendungen und Produkte entwickelt werden können, die man verkaufen kann. Diese Punkte, wo man einen solchen Text als einen maschinell generierten erkennen kann, ich nehme an, diese eine exponentielle Kurve, wo man gesehen hat, dass jetzt Microsoft so mit Abstand die komplexeste Möglichkeit hat, solche Texte zu generieren, dass es dann eine umgekehrte Kurve gibt, wo ja dann, egal, also die du gezeigt hast, ist ja der Kontext ist, je größer der Kontext ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man es erkennt. Aber trotzdem, wenn jetzt das zunimmt, diese Fähigkeit, dann wird ja wahrscheinlich über die Zeit eine umgekehrte Kurve entstehen, dass es immer unmöglicher wird für uns Menschen, einen solchen Text als nicht menschlich zu erkennen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, für die Menschen wird es tendenziell schwieriger. Im Moment haben wir gesehen, ist es noch möglich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in ein paar Jahren nicht mehr so ist. Auf der anderen Seite habe ich versucht, am Schluss auch aufzuzeigen, dass es auch aus der Technologie Ansätze gibt, wie man quasi wie zwei Systeme gegeneinander ausspielen kann. Und hier, denke ich, gibt es dann eher einen Rüstungswettkampf, ja, ein Katz-und-Maus-Spiel, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass langfristig eine Seite dieses Wettkampfs die Oberhand behalten kann. Also inzwischen frage ich mich ernsthaft, warum ich eigentlich erkennen soll, ob ein Text von einer Maschine oder einem Menschen stammt. Wenn der Text gut ist, ist mir das herzlich egal. Und ich würde mir inzwischen schon wünschen, dass manche Texte in gewissen kostenlosen Produkten, die im Zug rumliegen, von Maschinen geschrieben würden, weil die würden keine Apostrophfehler machen und die Kommas am richtigen Ort hinsetzen. Das wäre mal der eine Punkt. Der andere ist, wir haben gesehen, das wird langweilig, wenn die Maschine die Texte schreibt. Ich habe mich deswegen auch schon gefragt, dass die ganzen Schreibroboter auf den Redaktionen aufgetaucht sind, weshalb ich eine Sportberichterstattung von einer Maschine lesen soll, die eigentlich nichts anderes macht, als die Tabelle der Resultate mit Füllwörtern aufzufüllen, sodass ich es lesen kann, was die meisten Leute angeblich nicht mehr können, was ich für falsch halte, weil ich glaube, wir lesen mehr denn je. Und der dritte Punkt ist dann irgendwo, wenn man der Maschine beibringen könnte, wie Hemingway geschrieben hat, dann könnte sie wahrscheinlich auch so schreiben wie Hemingway. Aber weil halt offensichtlich der größte Teil der Texte eher langweilig und schlecht ist, kommt bei den AI-Systemen ein eher langweiliger Text raus. Und damit ist die Bedrohung für mich als schreibender, kreativer Mensch eigentlich wieder relativ gering. Ja, ich bedanke mich für den Kommentar und ich bedanke mich auch dafür, dass ihr alle zu diesem Workshop gekommen seid und so aufmerksam wart. Vielen Dank. Applaus